Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show, einem neuartigen Let's Show, weil das ist diesmal kein PC-Spiel, das ist ein Android-Spiel bzw. ein Handy-Spiel, Smartphone-Spiel. Ich weiß nicht, ob es das auch für iOS gibt. Auf jeden Fall Black Desert in der mobilen Version, das gerade rausgekommen ist. Und ich dachte mir, wir schauen uns das mal zusammen an. Ich habe mir die Hilfe von einem Emulator besucht, also BlueStacks, ist wahrscheinlich bekannt. Ich weiß nicht, wie gut das klappen wird. Wir schauen uns das einfach mal an. Wir tippen mal den Bildschirm ab, so wie das sagt. Hier, Emulator rechts. Okay, also wir sehen schon, es hat weniger Charakter, die man sich aussuchen kann. Wir haben einmal den Krieger, die Waldläuferin, die Magierin, den Riesen und die Walküre. Ja, und ich glaube, wir nehmen einfach auch mal die Walküre. Mal gucken. Ja, Grafikeinstellung ist auf mehr Qualität, aber bedenkt bitte, es ist ein Mobile-Spiel, was eigentlich für Handy- bzw. Tablet-Displays ausgelegt ist. So. Aha. Zum Album. Das gibt es also immer noch, also von Spielern erstellten Charaktere, von denen man dann aus starten könnte. Mhm. Machen wir erstmal die Charaktererstellung. Das einmal. Das einmal. Ich glaube, wir nehmen das hier. Und dann, was ist das? Aha, das ist der Blick vom Charakter, ne? Aber Mobile-Spiele kennen ja keine Maus, deshalb folgt sie dem Dings nicht. Helmhut. Machen wir aus. Kleidung 1, 2. Scrollen geht gerade nicht. 3. Ja, keine Ahnung. Die Charaktererstellung nehmen wir mal so eine Leichtrüstung. Aussehen. Okay. Wir können die Haut, den Glanz hoch und runter stellen. So. Aha. Die Form. Achso, die Gesichtsform. Ja. So. So. Ich glaube, das in der Mitte war schon. Ja. Passt. Den Glanz mal ein bisschen weniger, mag ich nicht so gerne. Was haben wir hier? Einfach und Experte. Können wir das hier? Nee, können wir nicht. Okay. Experte, das ist dieses, wo man die einzelnen Felder selber anklickt und bewegt. Wir machen es einfach diesmal, glaube ich. Und wie gesagt, es ist die erste Version. Es kann sein, dass es noch nicht bugfrei ist. Hier können wir die Augen ein bisschen ändern. So. Die Nase. Ein bisschen stupsiger. Ein bisschen kleiner. So. Das ein bisschen hoch. Der Mund. Ich könnte ihn einen Ticken breiter machen. Öffnen oder schließen. Nee, geschlossen ist schon okay. Dasselbe geht oben auch. Was ist das? Ah ja. Können Grimassen, aber das wollen wir alles nicht. Lassen Sie ein bisschen lächeln. So. Die Augenbrauen. Hier kann man das Anfang und das Ende ein bisschen nach oben und unten verschieben. Ich glaube, so ist das okay. Die Stirnhöhe kann man hier ein bisschen ändern. Was ist das jetzt? Der Kinn. Das Kinn.
bisschen runder oder spitzer. Wir machen es ein bisschen spitzer. So, die Wangen kann man hier. So. Ah, so. Was haben wir noch? Die Augenbrauenform. So, so, so. Und so. Ja, okay. Dann ändern wir dann die Farbe, machen wir ein bisschen heller. So. Intensität. Aha. Kann man auch ein bisschen hoch und runter schrauben. Ich zeig mal hier. Ganz weg, ganz da. Machen wir es mal bei 75 Fläche. So ein bisschen kleiner. Also gezupfter und ungezupfter quasi. Machen wir mal so. Die Augen. Da haben wir wieder diese. Vielleicht sollten wir erstmal eine andere Farbe nehmen. So, so sieht man es. Oder nehmen wir mal eine helle Farbe. Ich glaube, so sieht man es besser. So. Also das Augeninnere. Katzenaugen. Nimm mal das hier und ändern die Farbe in das da. Oder nehmen wir Standard. Ne. Gib uns den Punkt wieder. So. Größe kann man hier ändern. Ich würde sagen, hier so. Breite, das ist nur das Innere. Und die Transparenz. So. Was haben wir noch? Lid, Augenlider. So. So, so. Achso, das ist schon alles. Ist, wie gesagt, nicht ganz so komplex wie das PC-Spiel, aber ist auch kein Wunder. Auf dem PC verbraucht das 40 GB, hier nur 2,5. Wir nehmen das hier. Die Farbe können wir ruhig schwarz lassen. Die Länge ganz weg. Lang. Machen wir hier so. So. Augenschminke. Da hätte ich aber gern eine andere Farbe. So. Das wäre zu viel. Das ist. Das oder das? Nehmen wir das. Weniger ist mehr, sage ich. Fläche könnte man hier noch größer und kleiner machen. Intensität. Hier ganz dunkel, so dunkel wollen wir es nicht. Glanz, das kann also auch glänzen, aber ich sehe das. Moment mal, nochmal Intensität hoch und Glanz hoch. Ne. Reflexion. So. Lidstrich. Können wir schwarz lassen. Intensität mal auf 100. Dann sehen wir das besser. So. Ich glaube, das ist okay. Rouge. Da. Man sieht es ein bisschen. So. Position. Ja, es ändert sich ein bisschen. Fläche. Kleiner, größer. Und die Transparenz. Machen wir mal so. Die Lippenfarbe. Okay. Achso, erstmal die Formen. Ja. Ja, schon die ganze Lippe nehmen.
Fläche kann man hier auch verändern. Intensität. So. Machen wir mal weniger Gloss. Wie gesagt, ich bin nicht so der Gloss-Fan, aber man könnte, wenn man wollte. Reflexion. Ich glaube, das muss mit Gloss einher, ne? Ja. So. Ändert nicht viel, aber schön, dass sie es eingebaut haben. So, dann die Haare. Hier. Da jetzt nochmal so, mit einem dicken Zopf hinten. Seite. Strubbelig, nur ein bisschen. Aber schick, ich mag es nicht, wenn es allzu glatt ist. Es ist nicht schlimm, ne? Also, wer glatte Haare hat, schön. Aber wenn man sich das so erstellen kann, würde ich das eher so, ich mag so leichte Wellen drin. Und etwas kürzere Haare. Oh, es geht noch weiter. Alter, ganz schön viele Haare. Also, Frisuren. Das wären die. Ich mag die irgendwie. Glanz nehmen wir raus. Die Haarfarbe machen wir so. Es gibt diese ganzen Haare. Oh. Die waren so. Dunkelrot. Dann gibt's aber noch bläulich. Auch schön. Blond. Rosa, gibt's alles. Also da kann man sich, glaube ich, auch gut austoben. So, dunkel. So. Glanz. Hier kann ein bisschen Glanz sein. So. Haarlänge machen wir ein bisschen kürzer. Hinten wird auch, ja genau. Hinten wird es auch kürzer. So. Lockenintensität. Das sieht halt sehr komisch aus, finde ich. Deshalb lassen wir das mal genau in der Mitte. So. Und die Spitzen. Sehen wir das? Okay, da ändert sich jetzt nichts. Vielleicht ein Bug, ich weiß es nicht. So, Haare innen. Innen. Aha, da. Also die teilen das einmal aus. Das ist außen und das ist innen. Okay. Intensität. Ja, schon intens. Haare. So. Nee, so. Und außen. Könnte man ein bisschen ausbleichen quasi, aber wozu? Und hier mal ganz intens. So, und hier könnte man nochmal selber an den Haaren rumbasteln. Hier ein bisschen länger, kürzer machen. Das lassen wir, weil ich fand das schon sehr gut so. Körperform. Ups. So, einmal die Größe. Klein, groß. Der Kopf wächst nicht mit, deshalb müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Körperform von magersüchtig bis etwas dicker. So. Und hier könnte man noch selber Hand anlegen, quasi breitere Schultern. Das sieht so eingefallen aus. Ah, jetzt kann man den, also kann man den Kopf so ein bisschen größer machen. Okay. So. Und so kann man sich die Rüstung angucken dann. Also auch in der Version scheint es eine Menge Rüstung zu geben.
Okay, dann war das die Charaktererstellung, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es ins Spiel selbst reingeht. Bis dann. Tschüss.